JDMT ist ein medizinisch prägter Dienstleistungsbetrieb. Statt dass man Einzelne ausbildet, die dann Ersthelfer sollen sein sollen, sagen wir und haben einen Weg gefunden, wie jeder ein Ersthelfer kann sein, wie jeder Hilfe leisten kann. Schwarmintelligenz bedeutet, das ganze Kollektiv, alle am Arbeitsplatz wissen, was zu machen ist. Wir arbeiten das, weil wir halt die Leute telefonisch unterstützen. Es sind unsere Sensoren vor Ort, sagen uns, was sie sehen, was sie schmecken, was sie hören. Und wir sagen ihnen, was sie machen und wissen, wie wir sie anleiten müssen. Und das können wir einfach und effizient ausbilden und geben so Arbeitgeber auch die Möglichkeit, für erste Hilfe zu sorgen, gesetzeskonform, aber eben auch, dass es wirklich funktioniert. Das eignet sich eigentlich für alle, die viele Standorte haben, die auch kleinere Standorte haben. Aber natürlich auch all die, die irgendwo in kleinen Teams unterwegs sind, das zweite draussen auf Baustellen. Überall, wo man einfach mal sagt, ich brauche neue Wege, das funktioniert einfach nicht, ist die Schwarmintelligenz mit Sicherheit ganz etwas Gescheites.